Siehst du, alte Freundin? Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut. Gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das, etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs, der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Havi?
Wozu rackern und ringen, wenn wir nur Fäden zwischen zwei Fixpunkten sind? Ohne Hoffnung ist das Leben ein Gefängnis, kein Geschenk. Das Leben ist die Musik, welche durch das Spielen dieser Saiten erklingt. Sie beflügelt den Geist und erfüllt unsere Herzen. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Rätselhafte Worte vernebeln nur meinen Geist. Ein Sturm braut sich zusammen, nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht? Ist das der Beginn von Ragnarök? Fertig zu werden, Thor. Und wir kämpfen auch. Harvey, sei das aus Jötunheim. Sie greifen von allen Seiten an. Während wir auf unseren zittrigen Händen sitzen und uns am Arsch kratzen. Wohl kaum, Thor. Viele Äsier wurden in alle Winkel von Asgard entsandt. Nur wir vier verbleiben zum Schutz der großen Halle. Harvey, gib mir ein paar deiner Krieger und ich werde sie persönlich nach Jötunheim führen. Eine solche Schwächung können wir uns nicht leisten. Die Einherjar müssen unsere Stadt verteidigen. Ich würde sie herholen, um die große Halle zu verteidigen. Diese Invasion ist zu groß, als dass wir uns aufteilen könnten. Das ganze Gerede hilft uns nicht weiter. Kämpfen oder sterben! Schweigt, alle miteinander. Wir tragen den Kampf zum Feind, bevor er Bifrost überquert. Wohl gesprochen, Rabengott. Nenne jene, die an deiner Seite kämpfen sollen. Ich brauche nur einen. Dich, Thor, Herr des Donners. Gemeinsam werden wir den Feind zerschmettern, bevor er zu kühn wird. Erwecke jeden Krieger, der Axt oder Hammer führen kann. Wir jagen Jötnerköpfe! Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu beschützen. Waren andere Kreaturen unter den Jötner? Rauger? Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Harvey? Hat dir deine Weitsicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Einherjar! Nun beginnt die Schlacht, für die ihr gestorben seid. Für Harvey und für Asgard! Krieger, folgt mir!
Ihr anderen beschützt die große Halle! Zu mir! Diese Schlacht weihe ich mir selbst! Hey, Herr Jahr! Bleibt wahr wie eure Fliegen! Wir ertränken unsere Feinde in Blut! Midgard-Schlange! Aufhalten die Elsier! Verbrennt ihre Hallen!